Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video der Moba Manufaktur. Heute geht es hinter die Kulissen. Und zwar habe ich von BenQ eine Webcam zur Verfügung gestellt bekommen, die IdeaCam S1. Während meiner Tests hat sich herausgestellt, dass diese Kamera einiges an tollen Funktionen bietet, welche auch einen Mehrwert für meine Videos bringen. Wir starten mit dem Aufbau der Kamera. Inkludiert ist eine Halterung, welche typisch per Gewinde an einem Stativ befestigt werden kann oder aber auch an einem Bildschirm bzw. wie bei uns am TV. Zum Betrieb benötigt diese Kamera auch einen PC. Unser Mini-PC, welcher später für iTrain eingesetzt werden wird, befindet sich hinter dem TV. Dort wird sie per USB eingesteckt. Als Software kommt von BenQ das Inspire zum Einsatz, welches kostenlos zur Verfügung steht. Hier können Qualitätseinstellungen wie Auflösung und Belichtung eingestellt werden, aber auch Sachen wie gespiegeltes Bild. Hier wechseln wir zwischen Foto- und Videomodus und steuern die Aufnahmen. Der Webcam-Modus wird zukünftig für Aufnahmen an der Anlage zum Einsatz kommen. Hier als Beispiel zeige ich, wie ich vor der Kamera etwas an der Anlage mache. Kann sein, dass ich dies vielleicht auch mal für einen Livestream nutze. Noch sinnvoller finde ich den Einsatz bei Produktpräsentationen oder Bastelarbeiten auf dem Werktisch. Hier packe ich gerade einen der neuen Brava InnoFreight-Wagen aus. Dabei habe ich mich auch ein wenig geärgert, jedoch nicht über die Kamera, sondern über eine abgebrochene Runge. Naja, mal sehen, was Brava dazu sagt, aber ist für mich ein absolutes No-Go. Die Kamera funktioniert dazu sehr gut, liefert ein knackig scharfes Bild und auch der Autofokus ist schön flott. Man muss nur auf eine gute Belichtung achten. Der Schatten hier am Wagen sollte eigentlich nicht sein. Nun kommen wir zum Dokumentmodus. Man klappt dazu die Kamera nach unten und sie wechselt automatisch die Perspektive und den Fokus. Die Brava Bedienungsanleitung inklusive Ersatzteilliste ist so super für euch erkennbar. So könnt ihr verfolgen, wie ich euch darin etwas zeige oder sogar Notizen mache. Jetzt folgt die wohl mächtigste Funktion,
der 15-fach Vergrößerungsmodus mit Makrolinse. Dazu wird die Makrolinse vorne an die Kamera gesetzt und hält magnetisch. Nach dem Abnehmen der Kamera aus der Halterung führen wir die Linse an eine Lok heran. Wir erkennen hier extrem gut, wie sauber Oberflächen, Lackierung und der Druck sind. Sowas konnte bisher noch keine meiner Kameras. Hier kommt auch das interne Ringlicht der Kamera zum Einsatz. Ihr erkennt den Unterschied, wenn ich es ein- bzw. ausschalte. Wir kommen zur letzten Disziplin, die Fahraufnahmen. Auch hier liefert die Kamera ein sehr schönes Bild. Jedoch muss ich hier klar sagen, dass es stört, dass die Kamera nur per USB-Kabel betrieben werden kann. Dieses hängt unter Umständen über die Anlage und stellt ein Risiko dar, dass man sich etwas kaputt macht. Somit wird sie für diesen Zweck bei mir eher selten zum Einsatz kommen. Mein Fazit: Die BenQ IdeaCam S1 stellt für mich eine sinnvolle Ergänzung zu den bereits bestehenden Kameras dar. Die speziellen Fähigkeiten der Kamera werde ich oftmals nutzen, was mehr Abwechslung in unsere Videos bringt und somit hoffentlich für euch auch noch mehr gute Unterhaltung beim Anschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte ein Like und einen Kommentar da lassen. So bringen wir gemeinsam den YouTube-Algorithmus in Schwung. Links zur Kamera findet ihr in der Videobeschreibung. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal, euer Hans von der Mober Manufaktur.